Und dann müssen wir noch mal angeln gehen. Die Drachenschuppen, wenn ich jetzt nicht bewusst. Das riecht ja noch nicht. Die wiegen alle nix. Ihre Magie ist auch auf ein guter logischer Bogen, den ich mit. Ja, die Verrüstung bald mal. Du trägst zu viel. Uah. Ich muss hier schnell mal die Drachenknochen verkaufen. Jetzt haben wir hier jetzt für die Axt. Die ist auch nicht viel wert. Wir haben was los. Nun ja, ist wohl weggekommen. Okay. Lauf einfach durch alle Fallen durch. Da ich mich so erschreckt. Wie ist der geil in die Faust? Das ist wertvoll. Nehmen wir mit. Ach, verdammt mich. Ich brauche größere Taschen. Ich glaube, die habe ich schon. Schweren Herzens werden wir eine Buddhistenmaske los. Bin ganz woanders, wo ich hin sollte. Mal schlafen hier. Ne, Expertenschloss will ich bestimmt hinkriegen. Jetzt wieder hoch. Wenn hier reingefallen ist, komme ich nicht mehr hoch. Das war eine Falle. Das Schloss doch niemals auf. Mit Feingefühl.
eventuell meine eigene einzige Rettung hier raus. Und ich muss halt hier lang. Ist auch wieder nur eine Tür. Wen haben wir denn hier? Finde den Geist. Okay. Suche im Rattenweg nach Esperns Versteck. Esperns Versteck. Einfach mal leicht die Leiche ausziehen, der den Geist herumläuft. Bestimmt eine gute Idee. Einfach Stiefel. Ich habe absolut keinen Plan, wo ich bin. Weit abseits von dem, wo ich hin sollte. Zu das Gewölbe. Magische Barriere versperrt den Weg. Das Schwert sieht sehr gut aus. Das sollten wir uns mitnehmen, wenn wir können. Können wir die magische Barriere aufheben? Jetzt verschiedene Türen. Blau, rot, grün. Simon Says rot. Kann man da nicht her? Wie sollen wir denn den Wächter besiegen? Das ist ein Geist. Ist das alles, was ihr könnt? Das war nichts. Was macht ihr denn da? Sucht die nördliche Kammer. Okay, was für eine Quest haben wir jetzt hier freigeschaltet? Das ist doch nicht die aktuelle Quest. Spaltende Seele. Wenn wir danach wieder rauskommen. Ein Spinnenei. Ah, toll. Na toll. Diesen alten Schmugglers. Gut, kommen wir jetzt da hoch. Einmal hüpfen. Hier waren wir doch schon oben. Könnte man theoretisch schon kommen. Ich
kleine Jump-Run-Parcours. War schon fast drüben. Vielleicht will ich mal ein bisschen renne. Mit Eleganz schafft man es hier hoch. Ist nicht Super Mario, dass wir hier hochrennen können. Das ist eine knappe Sache. Ich habe noch wenig Anlauf. Und wenn wir sehr knapp abspringen, könnte man es vielleicht klappen. It's a me, Drachengeborener. Ich falle. Springen, nicht fallen. Nein, das wird nix. Kommen wir da irgendwie anders hoch? Das Gefühl, wir müssen da hoch. Schwer zu lösen, dieses Rätsel. Vor allem, weil die Türen aufgehen. Lydia? Brauchst du gleich mal Hilfe? Ja, verdammt mich. Das war klar. Hätte Lydias Hilfe mal gebrauchen können. Wo sind wir jetzt? Geht's hier wieder raus. Riesenstreitaxt. Nee, ist klar. Da bin ich nun wieder auf dem richtigen Weg. Lassen wir die Spielchen. Ich kann das Quest durch hier was anderes machen. Das ist wirklich ein Taugenichts, der hat nichts in seinem Inventar. Stab der Zombies wird man zum ersten Mal noch behalten. Verkaufen nicht, aber Feldtürschlüssel fliegen zum Glück nichts. Drachenschuppen können wir teuer verkaufen. Trink können wir auch mal teuer verkaufen.
Hier sollten wir hin. Die anderen Questen machen wir dann mal wann anders. Okay. Sieht sehr einladend und zugleich ausladend aus. Hör schon auf, Linjol. Diese Zeiten sind vorbei. Kommt später ich sage wieder. Euch, hier fällt es sich an. Wenn ihr was trinken wollt, solltet ihr auch dafür zahlen können. Hier gibt's viele alte Kerle. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen soll. Nun, wenn ihr das so ausdrückt. Ich glaube, ich kenne den alten Kerl, den ihr meint. Er versteckt sich in der Wohnkaserne des Rattenweges. Er verlässt diesen Ort so gut wie nie. Lässt sich Essen bringen und so weiter. Ein wunderlicher alter Kauz, was man so hört. Damit das hier überhaupt auffällt, muss er wirklich eine Schraube locker haben. Er versteckt sich in der Wohnkaserne des Rattenwegs. Seid vorsichtig. Ihr seid nicht die einzige Person, die nach ihm sucht. Ich will mich genieren mit... Nein. Sieh an. Ich bin beeindruckt, Mädchen. Ich war mir nicht sicher, euch jemals wiederzusehen. Aha. Der Herzkumpf war einfach, aber das Ding dort mit dem legendären Schwert, das müssen wir später nochmal machen. Verlässlich und entschlossen. Ihr erweist euch ja als wahrer Glücksgriff. Das ist auch nicht schwer, das kriegen wir mit Lydia. Also, nun da ich mit unserer kleinen Aktion auf dem Markt euren Appetit geweckt habe, könntet ihr euch vielleicht um ein paar Schuldner kümmern. Sie schulden unserer Organisation viel Geld und haben sich entschlossen, nicht zu zahlen. Ich möchte, dass er ihnen die Fehler ihres Tuns erläutert. Das kriegen wir hin. Kiraba, Bersi, Honighand und Helga. Wenn ihr es richtig anstellt, ist euch ein fester Platz in unserer Organisation sicher. Um ehrlich zu sein, sind die Schulden hier zweitrangig. Wichtiger ist die Botschaft, dass man uns nicht ignoriert. Das kriege ich hin. Und noch etwas. Ich möchte nicht, dass einer von ihnen stirbt. Ist schlecht fürs Geschäft. Ach, nur ein kleiner Hieb mit der Axt. Gut, wenn ihr weitere Einzelheiten benötigt, wendet euch an mich. Und nun los. Helga ist eine fromme Anhängerin von Libella und ganz vernarrt in ihre Götterstatue in der Herberge. Setzt sie als Druckmittel ein, damit sie nachgibt. Aha. Kiraba ist stur, aber die Familie ist ihre Schwachstelle. Redet mit Talen Yai im Bienenstich und versucht etwas herauszufinden. Sie kennen sich gut, wenn ihr versteht. Die gibt mit ihrem Stab an. Solch einen eigensinnigen Mann werdet ihr kein zweites Mal finden. Der Schlüssel ist diese hässliche Zwergenurne in seinem Laden. Wenn ihr sie zerbrecht, wird er seine Einstellung ändern. Okay, wir sind hier mal ein bisschen der... Helga ist eine fromme Anhängerin von Libella und ganz vernarrt in ihre Götterstadt. Ja, ich glaube, ich kenne ihn. Schlägertyp. Er versteckt sich in den Rattenweg Wohnkasernen und er bezahlt uns gut dafür, dass niemand davon erfährt. Ich plaudere es jedem aus. Ich werde hier sein, wenn ihr fertig seid. Viele Quests gleichzeitig. Ich denke, dass Brennjolf euch alle nötigen. Von der S-Bahn in der Wohnkaserne im Rattenweg. Zwergen ohne die Welten zerstören. Habt ihr schon etwas für uns? Okay, mal vielleicht eins auf dem S nach dem anderen. Muss erstmal am Essen. Mach keinen Ärger, sonst gibt es Ärger. Oh. Was war das? Oh, Kacke, da gibt's Ärger. Ein Teilmord. Ich krieg schon wieder. Den war ich fertig.
sind sie mit mir fertig. Oh. Was war das? Was? Ist da jemand? Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Die Raterei bedienen. Haben die Ehre. Kommt da noch mehr? Nicht in die Angelegenheiten der Talmor einmischen sollen. Eskan kann uns nicht entkommen, Dummkopf. Fuß runter! Ich bin alle Magie. Gerade! Diese Talmor, das ist echt. Mit denen habe ich echt. Erstmal hinsetzen. Und Feuer gemütlich machen. So, wo ist der alte Mann? Oh. Lydia. Ich habe einen Eisenbahn genommen und das ich muss echt Zeug verkaufen. Kann ich nicht wirklich was loswerden? Und zwei für die Kultisten-Sachen, ob sie was wert sind. Jetzt berühren. Okay, wir sind hier falsch. Ich will hier nicht irgendwo runterspringen, weil sonst kommt hier nicht mehr raus. Runter. Was hat mich eigentlich hier in die Kanalisation getrieben? Ich werde heute Abend gut essen, mein Schatz. Pferdefleisch. Kann man Lasagne draus machen? Verschwindet! Was? Das bin ich nicht. Ich bin nicht Esbern. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet.
Aha. Oh, wie mich das doch beruhigt. Wahrscheinlich steckt ihr mit den Talmor unter einer Decke und versucht mich mit einem Trick dazu zu bringen, die Tür zu öffnen. Tut sie das? Dann hat sie also endlich die Wahrheit erkannt. Ihr solltet besser reinkommen und mir erzählen, wie ihr mich gefunden habt und was ihr wollt. Das dauert nur einen Augenblick. Der hier klemmt immer. So. Sind nicht mehr viele. Ist doch todsicher eine Falle. Ist da jemand? Das wäre geschafft. Kommt herein, kommt herein. Fühlt euch wie zu Hause. So, besser. Jetzt können wir uns unterhalten. Also kämpft Delphine immer noch nach all den Jahren. Ich hätte gedacht, dass ihr mittlerweile klar geworden ist, dass es hoffnungslos ist. Ich habe versucht, es ihr zu erklären. Schon vor Jahren. Ja, ja, das habt ihr bereits erwähnt. Na und? Das Ende ist nah. Es ist egal, ob ich hier sterbe oder an einem anderen Ort. Ich habe es satt, wegzulaufen. Wer geht denn da draußen? Habt ihr es noch nicht kapiert? Was muss denn noch passieren, bevor ihr aufwacht und versteht, was vor sich geht? Alduin ist zurückgekehrt. Aufwachen. Genau wie es die Prophezeiung vorhergesagt hat. Der Drache vom Anbeginn der Zeit, der die Seelen der Toten verschlingt. Ach, darauf siehst du doch. Niemand kann seinem Hunger entkommen. Hier oder im Jenseits. Alduin wird alles verschlingen und die Welt wird enden. Nichts kann ihn aufhalten. Das Ende der Welt. Ich habe versucht, es ihnen zu sagen. Sie wollten nicht zuhören. Sturmköpfe. Es ist alles eingetreten. Und ich konnte nur zusehen, wie unser Untergang naht. Wenn schon, wir werden es aufhalten. Ja, ja. Ihr wisst es ja. Aber ihr weigert euch, es zu verstehen. Oh ja. Es wurde alles vorausgesagt. Es wurde weisgesagt. Das Ende hat begonnen. Alduin ist zurückgekehrt. Nur ein Drachenblut kann ihn aufhalten. Aber seit Jahrhunderten hat sich kein Drachenblut gezeigt. Es scheint, als seien die Götter unserer überdrüssig. Sie überlassen uns unserem Schicksal als Spielzeug von Alduin, dem Weltenfresser. Was? Ihr? Kann das wirklich sein? Das kann. Drachenblut? Dann gibt es Hoffnung. Die Götter haben uns nicht verlassen. Wir müssen gehen, schnell. Führt mich zu Delphine. Es gibt eine Menge zu besprechen. Vergib mir. Ich weiß, ich beeil mich ja. Noch sonst was zu. Das. Ich brauchen. Nein. Diskutiert erstmal nach plus weit. Oh, komm. Oh, kacke. Erstmal noch Schulden. Nee, dann nicht. Loser Tant. Da müssen wir nochmal herkommen, aber wir können ja schnell reisen. Wir müssen jetzt hier schnell reisen können. Nur kurz. Ich weiß, dass die Zeit knapp ist, aber ich darf dir mal noch keine Geheimnisse hinterlassen. Noch eine Sache, die ich mitnehmen muss. Nun, das sollte wohl reichen. Dann mal los. Wer soweit? Jetzt muss man den ganzen Weg zurück. Ihn beschützen. Messer? Ja,
kann nur schief gehen. Ja. Eimer? Ja. Tintenfass? Nein. Dürfte ich mal raus hier? Ist da jemand? Ja. Tötet sie. Ah, es wird so nix. Weiter hier. Ist unser Questgeber noch da? Hier hat nix. Aus den Rubinen. Wegen der anderen Quest kommen wir später nochmal wieder. Unbedingt. Okay, wo geht's lang? Ich hoffe hier lang. Das sieht gut aus. Das kommt mir bekannt vor. Kann der dann auch schnell reisen oder müssen wir dem so den ganzen Weg bis nach Buswald diskutieren? Noch da? Jo. Einmal raus hier. Zersplitterte Flasche. Ja, ja, kann er. Ich hoffe, hier gibt es einen schnelleren Ausweg als auf dem Hinweg. Hier wäre eine Abkürzung. Stimmt, Katze. Der Ausbildung zu erinnern. Das ist die Katze vom Marktplatz, die uns hier, die Khajiit, uns angegriffen hat. Ah, gibt doch einen kurzen Weg. Sind bloß rein, da war die Tür. Diese Brücke runtergelassen. Sollte so. Magst du vorgehen oder? Ist da jemand? Das wird euch. Liebes Gesinde. Ich jetzt ist alles klar. War das? Ich gebe euch Deckung. Ihr geht vor, ich folge. Ich glaube, wir haben jetzt kein Liebesgold. Ist dabei. Und dann auf nach Flusswald. Der Kumpel ist noch da. Begleiter-Quests sind echt nervig.
Das ist echt weit nach Flussweit, wenn man den ganzen Weg hier. Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich eine Frau mit gezogener Waffe nähert. Müssen wir echt den ganzen Weg. Das ist echt nicht. Ich würde es versuchen. Ich hoffe, ich verkacke hier nicht die Quest. Ist er mitgekommen? Ja, er ist mitgekommen.